Vielen Dank, Herr zu Stolberg. Vielen Dank, Prinz Lichtenstein. Ich freue mich über die Einladung. Es ist für mich insofern eine große Freude, weil ich endlich mal wieder vor Publikum reden darf. Das war zuletzt im Februar in Marburg der Fall. Und so lange habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr nicht reden dürfen. Und insofern bin ich sehr froh, dass Sie auch alle gekommen sind, dass Sie den Mut haben, herzukommen. Ja, danke. Dass Sie hergekommen sind, sich für das Thema Epigenetik interessieren, ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das übrigens nicht ohne die Genetik daherkommt. Das ist keine Antigenetik, sondern es ergänzt die Genetik. Und Genetik ohne Epigenetik ist undenkbar. Und das ist das, was die Medizin und die Genetik derzeit lernt. Jetzt versuche ich, die Aufgabe ist sportlich. Ich soll Sie in die Welt der Epigenetik einführen in 40 bis dankenswerterweise 50 Minuten. Ich hoffe, ich schaffe das, weil es wirklich ein weites Thema ist. Aber Sie haben in den nächsten zwei Tagen noch ganz viele ganz tolle Referenten hier, die das an den einzelnen Punkten vertiefen werden. Und ich gratuliere Ihnen auch zu dieser tollen Tagung. Das kann ich jetzt schon abschätzen. Es wird eine super Tagung bei dem, was da noch in den nächsten Tagen davor steht. Also ich bin froh, dass ich heute den ganzen Tag da bleiben kann. Morgen muss ich leider weg. Ja, meine Damen und Herren, sind Sie gesund? Schwierige Frage. Dazu müsste man ja erstmal wissen, was ist Gesundheit überhaupt? Wie definieren wir Gesundheit? Wenn Sie Menschen fragen, was ist Gesundheit, dann sagen die in aller Regel, ja, gesund bin ich, wenn ich nicht krank bin. Die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, das geht sogar noch weiter, die sagt tatsächlich oder die definiert den Begriff der Gesundheit als einen Zustand kompletten Körper, nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit, sondern einen Zustand kompletten körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens. Ja, wenn ich Sie da nochmal frage, sind Sie gesund? Wer von Ihnen würde jetzt so mutig sein, die Hand zu heben? Ist wahrscheinlich schwierig, ein paar schon. Ich glaube, dass genau in dieser Definition von Gesundheit einige Probleme stecken, die wir mit unserem ganzen Gesundheitssystem haben. Dass wir nämlich als Gesellschaft meinen, wir müssten immer versuchen, einen Zustand zu erreichen, den wir eigentlich so auf Dauer gar nicht erreichen können. Zumindest immer nur für Sekundenbruchteile, so vielleicht wie die beiden da. Die sind sehr glücklich gerade, aber die landen kurz danach wieder auf dem harten Boden der Tatsachen. Ich möchte Sie heute in eine neue Welt entführen, in die Welt der Epigenetik, der Zusatzgenetik, der Nebengenetik. Wie ich finde, nicht der Übergenetik, was oft gesagt wird, sondern die Epigenetik funktioniert nur zusammen mit der Genetik. Sie ergänzen sich, sie sind nicht irgendwie über- oder untergeordnet einander. Hier besteht kein hierarchisches Verhältnis. Also die Welt der Zusatzgenetik, die beantwortet riesige Fragen, nämlich zum Beispiel, wie werden wir überhaupt, was wir sind, was prägt uns und eben, was ist Gesundheit denn wirklich? Vielleicht etwas ganz anderes, als was Sie als Mediziner noch gelernt haben und was die Weltgesundheitsorganisation als solches versteht oder definiert. Ganz wichtig, Epigenetik ist keine Esoterik. Vor 20 Jahren haben das vielleicht viele Genetiker noch gedacht, aber inzwischen gibt es 3 Medizin-Nobelpreise, die mehr oder weniger etwas mit Epigenetik zu tun haben. Alle 3 werden kurz bei mir jetzt in dieser Einführung vorkommen. Es ist also ganz knallharte Wissenschaft, Molekularbiologie auf allerhöchstem Niveau. Bevor ich aber jetzt in die Epigenetik richtig einsteige, möchte ich Ihnen diese Dame vorstellen. Das ist Jean-Louis Calment. Das ist der Mensch, von dem man, der bis heute noch den Rekord im Altwerden hält. Jean-Louis Calment ist 122 Jahre, 5 Monate und 14 Tage alt geworden. Frau Calment war unendlich gesund. Sie war so gesund, sie hat erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Die Frage ist immer, was macht eigentlich die Widerstandsfähigkeit von solchen superalten, superresistenten, superresilienten Menschen aus? Was passiert biologisch dort? Und da hat natürlich die Wissenschaft lange gesucht. Sie hat wie immer, wie eigentlich in dem genzentrierten Zeitalter, wo man dachte, alles vererbt sich so einfach wie Augenfarbe oder Haarfarbe, hat sie natürlich nach den einen oder wenigen Methusalem-Genen gesucht.
die ausmachen, dass manche Menschen so alt werden, also die berühmten Langlebigkeitsgene. Heute weiß man, die rein genetische Vererbung, die im Text der DNA gespeichert ist, die macht aber bei so einem unfassbar komplexen Merkmal wie Lebenserwartung nur 20-25% aus. Also ein komplexeres Merkmal kann man sich kaum vorstellen. Und es ist natürlich verkürzt, wenn man meint, man kann das auf einige oder wenige oder vielleicht 10, 20, 30 Gene reduzieren. Was natürlich eine wichtige Rolle spielt, ist die Umwelt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir durch die Epigenetik lernen. Umwelt wird von uns, wird von Organismen, wurde auch von Frau Calmont immer nur auf der Basis ihrer Genetik interpretiert. Sie können nicht das Erbe und die Umwelt gegeneinander ausspielen, sondern die Umwelt wirkt in uns, indem sie mit den Genen spricht, die Gene benutzt, die wir nun mal geerbt haben. Umgekehrt sind die Gene aber auch überhaupt nichts, ohne dass sie von der Umwelt herausgefordert werden und die Umwelt, unser Lebensstil, was wir essen, wie viel Sport wir machen, dass diese Dinge die Gene benutzen, um daraus das Wesen zu machen, das sie morgens sehen, wenn sie in den Spiegel gucken. Das heißt, diese Diskussion, was ist genetisch, was ist umweltbedingt, die uns seit 200, 300 Jahren begleitet, diese Diskussion ist obsolet geworden, seit wir uns intensiv damit beschäftigen, wie Gene reguliert werden. Seitdem muss man jedes Merkmal eigentlich als etwas sehen, was zu 100% genetisch bedingt und zu 100% umweltbedingt ist. Es ist immer beides, was nur gemeinsam zu etwas wird. Und deshalb steht da nicht Umwelteinfluss, sondern da steht Erbe und Umweltinteraktion. Das ist im Grunde der Inhalt meines heutigen Vortrags, der Inhalt von Epigenetik als eines der wichtigsten Werkzeuge, wie Erbe und Umwelt miteinander interagieren können. Und was sind das jetzt für Einflüsse, die eben wirken über diese Erbe-Umwelt-Interaktion? Da haben wir zuallererst zum Beispiel die Entspannung. Da haben wir schon den ersten Nobelpreis, die Telomere. Das sind im weitesten Sinne zusatzgenetische Strukturen, die an den Chromosomenenden sitzen. Die werden immer kürzer, wenn sie viel Stress haben, wenn sie älter werden. Und man hat, dafür hat Frau Blackburn einen Nobelpreis gekriegt, man konnte zeigen, dass wenn man sehr entspannt hat und sehr wenig toxischen, giftigen Stress hat im Leben, dass diese Telomere sich langsamer verkürzen. Das ganz zusammen. Was heute kann man Alterung auch epigenetisch sehr viel besser messen, darauf komme ich noch zurück. Bleiben wir bei der Entspannung. Frau Calmont zum Beispiel, die hat wahrscheinlich ein sehr entspanntes Leben gehabt. Sie hat früh in jungen Jahren einen reichen Mann geheiratet und der ist dann auch noch früh gestorben. Und insofern, man weiß natürlich also nicht so genau, wie entspannt ihr Leben tatsächlich war, aber das ist sicherlich ein Faktor, der bei ihr gewirkt hat. Und die anderen Faktoren, ist so gut auch nicht untersucht, aber man weiß, sie war zeitlebens sehr schlank, sie hat nie zu viel gegessen, sie war nie übergewichtig, sie hat sich viel bewegt, sie hat viel Sport gemacht, sie hat bis, glaube ich, sie 100 Jahre alt war, ist sie regelmäßig Fahrrad gefahren, sie hat Tennis gespielt und solche Sachen. Also all diese Faktoren, die Sie kennen, als das, was eine gesunde, allgemein anerkannt gesunder Lebensstil ist, brauche ich gar nicht weiter eingehen, ne? Dass Sie sich gesund ernähren, dass Sie sich häufig entspannen, ausreichend schlafen und dass Sie genug Bewegung finden. Das wissen Sie. Was neu ist, wenn wir uns die Epigenetik anschauen, ist, dass offensichtlich nicht nur der eigene Lebensstil entscheidend ist, sondern auch der Lebensstil unserer Vorfahren, dass auch der Lebensstil unserer Vorfahren irgendwie in unseren Zellen, in uns drin, in jeder ihrer 37 Billionen Körperzellen irgendwo gespeichert ist. Und das geschieht auf verschiedenen Wege. Das eine ist die sogenannte perinatale Prägung. Perinatal, das ist die Zeit um die Geburt herum. Da werden Sie, denke ich, von Herrn Huber morgen noch ganz viel zu hören. Während der Schwangerschaft ist 9 Monate lang Ihre Mutter Ihre Umwelt. Und alles, was Ihre Mutter erlebt, was sie isst, wie viel sie sich bewegt, wird mehr oder weniger über Botenstoffe, über die Nabelschnur bis zu ihnen übertragen. Ihre Umwelt ist ihre Mutter und das prägt sie für den Rest ihres Lebens und entscheidet im Zweifel mit darüber, bei Frau Calmont zum Beispiel, ob sie 120 Jahre alt werden oder nicht. Und diese Dinge werden auch, ich werde Ihnen noch zeigen, wie das geht, epigenetisch, zusatzgenetisch gespeichert.
Das ist das eine. Man kann sagen, es ist eine Art biologische Vererbung, aber sie hat nichts mit der Vererbung über die Keimzellen zu tun, über Samenzellen oder Eizellen, mit dem, was Sie klassisch unter Vererbung verstehen, sondern Sie werden in die Welt Ihrer Eltern hineingeboren und die Eltern, natürlich auch die Väter, die prägen diese Welt und Sie passen sich an diese Welt an und das ist gespeichert, bis Sie 100 Jahre alt werden, wenn Sie denn so alt werden. Das andere, und das ist noch relativ umstritten, ob das bei Menschen tatsächlich existiert, beziehungsweise welche Rolle es bei uns tatsächlich spielt, das ist die epigenetische Vererbung über Keimzellen. Das heißt, dass das, wie Sie leben, wie viel Sie rauchen, wie viel Sie trinken, wie viel Sport Sie machen, dass diese Dinge die Epigenetik in Ihren Keimzellen verändert. Nicht die DNA, sondern nur die Umgebung der DNA verändert. Und dass diese Informationen enthält für die nächste, vielleicht die übernächste Generation. Informationen darüber, wie sie diese Gene benutzen kann. Also, und das, da werden Sie zum Beispiel von Frau Masui heute noch einen tollen Vortrag hören, über, wie das bei Nagetieren man das sehr gut inzwischen untersuchen kann. Das ist das, was viele überhaupt unter Epigenetik verstehen. Auch das, was in den Medien vor allem transportiert wird, wenn über Epigenetik geredet wird. Und seien Sie ehrlich, auch Sie sind wahrscheinlich mit der Erwartung hierher gekommen, vor allem darüber Dinge zu hören wie Erbe, habe ich die Traumata meiner Eltern, meiner Großeltern geerbt? Sind die irgendwie über die Keimzellen an mich weitergegeben worden? Müssen wir Charles Darwin in den Mülleimer schmeißen? Und all diese Sachen, ne? Also seine Ideen natürlich nur. Epigenetik ist viel, viel, viel mehr. Und das will ich Ihnen heute erklären. Epigenetik ist nämlich auch, dass das, was Sie heute gefrühstückt haben, Sie beeinflusst und Sie verändert, in Ihrem Körper abgespeichert wird oder auch nicht und vielleicht noch Jahre später auf Sie wirkt. Auch das ist Epigenetik. Ich möchte insofern reden über diese Punkte heute, da werde ich jetzt im Weiteren reden, wie sieht Erbe-Umwelt-Interaktion überhaupt aus, was ist perinatale Prägung und was ist, weiß man heutzutage über epigenetische Vererbung bei Menschen. Das sind im Grunde auch die drei Teile in meinem aktuellen Buch, Gesundheit ist kein Zufall, die beschäftigen sich genau damit auch. Und natürlich muss ich, bevor ich über Epigenetik rede, ein bisschen auch über Genetik reden. Genetik kennen Sie alle, Sie kennen, es ist eine sensationelle wissenschaftliche Leistung gewesen seit, ich glaube, 1953, 1954 hat man begonnen, es gab den Nobelpreis für die Entschlüssel oder dass man gesehen hat, wie das DNA-Molekül aussieht. Und dann hat man begonnen, dieses DNA-Molekül zu lesen. Dann gab es das humane Genomprojekt und im Jahr 2000 wurde die erste Grobfassung weil Grobfassung gelesenen menschlichen DNA vorgestellt. Und diese Pressekonferenz, die Bill Clinton damals mit Craig Venter und Francis Collins, zwei weltbekannten Genetikern gehalten hat, an die erinnern Sie sich vielleicht noch, weil die wurde in die ganze Welt live übertragen. Vielleicht waren Sie dabei. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ihr Feuilleton geräumt und hat seitenlang nur DNA-Basen, Nukleotide aufgereiht. Es war wirklich eine epochale Geschichte damals. Bill Clinton hat gesagt, wir können jetzt das Buch des Lebens lesen. Er hat mit Tony Blair, dem britischen Ministerpräsident, telefoniert vor der Weltöffentlichkeit und Tony Blairs Frau hat tags zuvor ein Baby bekommen und Bill Clinton hat Tony gratuliert zur Geburt seiner Tochter, glaube ich war es, und hat gesagt, die Lebenserwartung deiner Tochter, die steigt in diesem Moment um 25 Jahre, in diesem Moment, wo wir das Buch des Lebens lesen gelernt haben. Und es ist ja auch richtig, die Idee war, wenn wir erstmal alle Gene des Menschen kennen, dann können wir alle Krankheiten mechanistisch verstehen, weil wir sie auf der Ebene der Zellen verstehen können. Und wenn wir die Krankheiten mechanistisch verstehen können, dann können wir theoretisch alle Krankheiten irgendwann noch heilen. Ja, Craig Venter sagte wenig später, im Rückblick waren wir so naiv, dass es fast schon peinlich ist. Und das war eben, dass man im Grunde, Nature, das große Wissenschaftsmagazin, hat irgendwann mal geschrieben, unsere Hand, es war eigentlich eine Hand auf dem Rücken gefesselt. Die eine Hand war frei. Das war, dass wir den DNA-Text lesen konnten. Aber was wir völlig vergessen haben und was erst später unter anderem durch die Epigenetik entfesselt wurde, war die andere Hand, die zeigt, wie diese Gene reguliert werden können. Und auch hier haben wir wieder, das eine ist das Erbe, das andere wird durch die Umwelt beeinflusst und nur gemeinsam in ihrer Interaktion wirken sie wirklich. Und das ist eben, was Craig Venter als peinlich
empfunden hat, dass man das, man hat natürlich gesagt von Anfang an, das müssen wir noch aufklären, es ist sehr kompliziert, aber man hat doch nicht überschaut, wie kompliziert es ist. So hat man zum Beispiel gedacht oder sich gewundert, als man dann die DNA von Schimpansen und von Menschen gelesen hatte, dass diese sich zu 98,7% im Text, der im rein genetischen Text, gleichen. Ich möchte niemand von Ihnen zu nahe treten, aber die Frauen von Ihnen, Ihnen muss ich die Wahrheit schon sagen, dass Ihre Männer genetisch gesehen einem Schimpansenmännchen ähnlicher sind als Ihnen. Also vielleicht ist das für Sie gar nicht so überraschend, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das natürlich auch umgekehrt funktioniert, diese Rechnung. Und sie funktioniert auch nur, wenn Sie die Geschlechtschromosomen mit reinnehmen, was natürlich ein bisschen unfair ist. Aber die eigentliche Aussage dahinter ist ja die, dass wir keine Schimpansen sind. Dass also mehr als nur der Text der Gene uns von den Schimpansen unterscheiden muss. Das war die eine Erkenntnis. Die andere war, wir haben auch nicht mehr Gene als zum Beispiel Fliegen, Würmer oder so. Man wusste damals schon, die haben so um die 20.000 Gene. Und man dachte, der Mensch ist so komplex, muss eigentlich so an die 100.000 Gene haben, haben einige gesagt. Heute weiß man auch, wir Menschen haben nur um die 23.000 Gene. Weltrekordhalter im Tierreich ist der Wasserfloh mit 31.000 Genen. Der macht tolle Sachen damit, aber er ist mit Sicherheit nicht so komplex wie wir. Also auch hier wieder muss es eigentlich noch eine Ebene mehr geben als nur die Ebene der Gene. Ja, und der letzte Punkt war tatsächlich der, dass man festgestellt hat, wie es die DNA, diese lange in jeder ihrer Zellen aufgereihten 2 Meter, diese 2 Meter auf mehrere Chromosomen verteilte Moleküle, die enthalten ja 3,3 Milliarden Buchstaben und das ist der genetische Text und der speichert ja eigentlich für Proteine, für all die Lebensbausteine, die wichtig sind, die Informationen. Und jetzt hat man aber festgestellt, dass eben nur 1,5% von diesem Text überhaupt Gene im klassischen Sinne sind. Und da hat man damals gesagt, okay, der ganze Rest, 98,5%, das ist Müll, Junk-DNA. Ja, heute weiß man natürlich, das ist alles andere als Müll. Man hat das genau untersucht und man hat festgestellt, dass ein riesiger Teil dieser 98,5% genetischer Text dafür zuständig sind, die 1,5%, in der die relevante Information für unsere Lebensbausteine enthalten ist, zu regulieren. Also in diesem, den größten Aufwand betreibt die Biologie nicht damit, Informationen zu speichern, sondern zu speichern, wie diese Information benutzt werden soll. Und da sind wir auf der Ebene der Genregulation. Und da sind wir mittendrin in der Epigenetik. Weil die Epigenetik, die sich mit Strukturen an und neben den Genen beschäftigt und eben ganz viel auch mit dieser Junk-DNA, mit dieser Müll-DNA, die alles andere als Müll ist, beschäftigt, diese Epigenetik, die macht es erst möglich, dass wir uns von Schimpansen unterscheiden, dass wir so komplex sind, viel komplexer sind als Wasserflöhe und so, weil wir im Laufe der Evolution gelernt haben, dass wir unsere Gene auf besonders dramatische und gute Weise regulieren können. Das Time Magazine hat 2010 dann auch geschrieben, das Zeitalter der Epigenetik hat begonnen. Das ist der letzte Satz in dieser Titelgeschichte Why Your DNA Isn't Your Destiny. Warum Ihre DNA eben nicht Ihr Schicksal bestimmt. Warum unser Schicksal eben nicht in den Genen steckt, sondern darin, wie diese Gene mit unserer Umwelt, mit unserem Lebensstil, mit den Erfahrungen unserer Vorfahren interagieren. Wie sie vom Leben interpretiert werden. Darum geht es. Ich selber habe das schon ein Jahr vorher gewusst, der zweite Code, das war das erste, weltweit erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik. Hier ist ein Bild, übrigens auf dieser Seite, dieses wunderschöne Bild von der DNA, das hat Christoph Bock vor vielen Jahren gemacht, der hier vorne sitzt. Dankenswerterweise darf das jeder auf der Welt honorarfrei benutzen, ich also auch heute in diesem Vortrag. Und das illustriert auf tolle Weise, was also eines der wichtigsten Schalterelemente der Epigenetik. Ich möchte Ihnen also jetzt endlich erklären, ich habe so viel schon darüber geredet, was Epigenetik eigentlich auf molekularbiologischer, auf biochemischer Ebene ist. Und dann kennen Sie alle die DNA, dieses wunderschöne Doppelhelix-Molekül. Aber was Sie vielleicht nicht wissen, ist,
dass die Zellen in der Lage sind, Strukturen an diese DNA anzulagern. Das sind Methylgruppen und die kommen meistens, in der Regel werden die an beide Seiten des DNA-Strangs angelagert, an speziellen Stellen. Und dass sie an beiden Seiten sind, ist insofern wichtig, weil wenn sich eine Zelle teilt, dann erbt jede Tochterzelle einen dieser beiden Stränge. Das heißt, diese Information, dass an dieser Stelle etwas angelagert ist, eine Methylgruppe ganz genau, diese Information erben beide Tochterzellen. Das heißt, diese Information wird vererbt. Und das ist das Sensationelle an der Epigenetik, dass man eben jetzt weiß, die Zellen können Informationen darüber, wie Gene benutzt werden können oder sollen, weiter vererben an Tochterzellen. Hier ist jetzt nicht Vererbung über Samen- und Keimzellen gemeint, sondern hier ist einfach die klassische der Vererbung in dem Körper selbst gemeint. Sie haben Stammzellen in Ihrem Körper, von denen stammen permanent neue Hautzellen, neue Blutzellen. Sie erneuern sich ja permanent. Und das ist auch Vererbung, was da permanent passiert in sich drin. Und nur deshalb kann auch wenn sie 100 Jahre alt werden, können Informationen aus ihrer Embryonalzeit noch in ihrem Körper existent sein, weil die Zellen, die sich immer wieder erneuert haben, diese Informationen weitervererbt haben, bis sie 100 Jahre alt sind. Und das geschieht, also zum Beispiel eine dieser Informationsebene ist eben die Anlagerung von solchen Methylgruppen, CH3-Gruppen, an die DNA, an vor allem also die Zytosinbasen. Das müssen Sie sich so genau gar nicht merken, aber entscheidend ist, da gibt es sowas wie einen An-Aus-Schalter sozusagen. Ein Schaltersystem, was der Zelle sagt, das Gen, was hier in der Nähe ist, das kannst du nicht mehr so gut benutzen oder du kannst es vielleicht auch besser benutzen. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es noch so etwas wie ein Dimmer-System, das sehr viel genauer arbeitet. Und zwar ist die DNA, dieser 2 Meter lange Faden in Ihrer Zelle, der liegt da nicht nackig, sondern der ist immer wieder über Proteine aufgewickelt. Sogenannte Nukleosomen bilden sie, da sind Histonproteine drin. Immer 8 von diesen Histonkügelchen bilden gemeinsam mit der DNA, die 2,5 Mal darum aufgewickelt ist, ein Nukleosom. Und das ist eigentlich die Grundeinheit Ihrer Erbsubstanz, nicht die DNA selbst. Und dieses Nukleosom, das kann sich biochemisch verändern. Da stehen Schwänze raus aus diesen Histonmolekülen. Und mit diesen Schwänzen kann die Zelle tolle Sachen machen. Sie kann acetylieren, methylieren, phosphorylieren, ubiquitisieren, suboimisieren. Sie kann das an 1, 2, 3 Stellen machen. Sie kann das an ganz vielen verschiedenen Stellen dieser Histonmoleküle machen. Und das alles, all dieser Code, man spricht von dem Histon-Code, der enthält Informationen für die Zelle. Der sagt der Zelle, wie sie mit dem Erbgut, mit dieser DNA arbeiten kann, wie gut die Gene abgelesen werden können, aber auch viele andere, ob Gene repariert werden sollen oder nicht, ganz viele Sachen. Da wird Ihnen vielleicht Herr Bock, weiß ich nicht, morgen mehr zu sagen. Und der kennt sich damit auch so viel besser aus, dass ich hier sofort aufhöre, weiter zu reden, bevor ich was Falsches sage. Aber entscheidend ist, es ist sehr kompliziert. Die Zelle kann unheimlich viel und für uns jetzt ist erstmal nur wichtig, sie hat eben auch so eine Art Dimmer, in der sie die Aktivierbarkeit der Gene rauf und runter regeln kann. Das Spannende dabei ist, ich habe bewusst von Aktivierbarkeit geredet und nicht von Aktivität. Das ist nämlich auch so ein Missverständnis, das oft im Zusammenhang mit Epigenetik auftaucht. Es geht nämlich in Wahrheit nicht darum, dass die Epigenetik der Zelle sagt, benutze dieses oder schalte dieses Gen an und schalte dieses Gen aus. Dafür sind sogenannte Transkriptionsfaktoren zuständig. Die binden an die DNA und sagen, hier, das Gen wird abgelesen oder das Gen soll jetzt nicht mehr abgelesen werden. Also zum Beispiel ganz viel Zucker im Blut, also schmeiß mal Insulin an, ne? dass der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Das ist noch nicht Epigenetik. Die Epigenetik, die verändert die Umgebung dieses Gens, die Umgebung der Stelle, wo zum Beispiel dieser Transkriptionsfaktor bindet. Und jetzt kann der Faktor plötzlich nicht mehr anbinden. Das heißt, das Gen kann nicht mehr an- oder ausgeschaltet werden. Also Sie haben neben der Ebene der Aktivierung der Gene und der Ebene, wie sieht der Text der Gene aus, noch eine Ebene dazwischen. Wie gut kann die Zelle das Gen überhaupt benutzen? Das heißt, die Epigenetik entscheidet, ob eine Zelle ein Gen überhaupt benutzen kann oder nicht, ob sie das Gen dann tatsächlich benutzt. Darüber entscheidet dann wieder zum Beispiel, ob sie eine zuckerhaltige Limonade trinken oder nicht oder ob sie gerade spazieren gehen oder nicht. Das ist aber so nicht mehr Epigenetik,
sondern die Epigenetik ist die Ebene, die dazwischen ist, die sagt, wenn Sie immer zuckerhaltige Limonade trinken und das jeden Tag tun und Ihre Bauchspeicheldrüsen immer total belasten, dann sagt sich irgendwann die Bauchspeicheldrüse, Mann, oh Mann, ich muss mich mal ein bisschen verändern, ich muss diesen Aktivitätszustand vielleicht irgendwie einfrieren, und dann fängt sie an, die Umgebung der Gene zu verändern, und dann wechselt sie plötzlich in ein anderes Programm. Und dieses Programm kann dann bedeuten, dass Sie zum Beispiel anfälliger werden für Diabetes. Habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, was Epigenetik eigentlich ist. Und dann gibt es noch ein drittes Schaltersystem, das zeige ich Ihnen tatsächlich nur, erstens, weil, glaube ich, sowohl Johannes Huber als auch Frau Mansouri viel darüber reden wird, und zweitens, weil es eben auch hier einen Nobelpreis gegeben hat für die sogenannte RNA-Interferenz. Versuchen Sie nicht, dieses Bild jetzt zu verstehen, das führt zu weit. Aber was sehr wichtig ist, ist, die Gene werden abgelesen und sie werden übersetzt. Es gibt diese Boten-RNAs, wo zum Beispiel auch Corona-Impfstoffe jetzt mitgemacht werden. Und diese Boten-RNAs, die übersetzen dann die Information tatsächlich, die werden dann übertragen zu Eiweißen, zu Proteinen. Und jetzt gibt es aber andere Stellen in der DNA, dort, wo man früher dachte, das ist der Müll-DNA-Bereich, das ist nutzloses Zeug, da werden sogenannte nicht kodierende RNAs gebildet, also RNAs, die keine genetische, streng genetische Information enthalten. Die dienen auch der Genregulation. Die sorgen dafür, dass andere Gene vielleicht gar nicht erst übersetzt werden. Und sie können auch so als Art epigenetische Botenmoleküle dienen und werden zum Beispiel Spermien teilweise mitgegeben und können so die Theorie Informationen vielleicht für die nächste Generation enthalten. Darüber bin ich ziemlich sicher, wird Herr Huber morgen ganz viel reden. Nur, dass Sie es schon mal gehört haben, Mikro-RNA, nicht kodierende RNA, ist praktisch ein noch feineres epigenetisches Dimmer-System als dieser Histon-Code. Damit haben Sie die drei wichtigsten genannt. Es gibt noch mehr, aber das möchte ich Ihnen ersparen. So, was macht die Natur damit? Sie haben sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, dass in Ihrem Körper ja 200 bis 300 verschiedene Zelltypen sind. Sie haben Leberzellen, Nervenzellen, Hautzellen. Genetisch gesehen sind die alle identisch. Sie können sie auf der Ebene des Textes der DNA nicht voneinander unterscheiden. Worin sich diese Zellen unterscheiden, ist tatsächlich ihre Zusatzgenetik, ihre Nebengenetik, die Methylgruppen, die an der DNA angelagert sind, der Histoncode, der anders eingestellt ist. Und genau das sind die Werkzeuge, die die Natur eben benutzt, um aus dieser einen befruchteten Eizelle heraus so ein wunderbares Wesen mit 300 verschiedenen Zelltypen und 37 Billionen Körperzellen zu machen, wie sie es sind. Also epigenetische Schalter und Dimmer entscheiden darüber, welche Gene überhaupt aktivierbar sind und welche nicht, und sie legen damit die Identität der Zelle fest. Also sie verleihen der Zelle eine Identität. Und wenn wir jetzt Epigenetik definieren wollen, das ist sehr schwer zu definieren, es gibt viele verschiedene Arten oder Versuche, das zu tun. Ich finde am besten, Epigenetik beschäftigt sich mit erworbenen Umweltanpassungen, die nicht im DNA-Code gespeichert sind. Das heißt, erstmal Überraschung, in der Tat können Zellen bleibende Informationen speichern, und sie müssen das nicht nur auf der Ebene des DNA-Textes tun. Ich wäre in meiner Schulzeit noch aus dem Unterricht geflogen, wenn ich das im Biologieunterricht gesagt hätte. Heute ist es völlig klar, dass es das gibt. Und das Spannende ist eben, diese verleihen der Zelle nicht nur ihre Identität als Leberzelle, Nervenzelle, Hautzelle, sondern auch ein Gedächtnis. Die Zelle ist plötzlich in der Lage, sich zu merken, dass sie jeden Tag zuckerhaltige Limonade trinken oder dass sie für einen Marathon trainiert haben oder dass sie immer ausreichend schlafen oder dass sie eine liebevolle, geborgene, gute Eltern-Kind-Bindung in ihrer frühesten Kindheit hatten. Diese Dinge merken sich die Zellen, weil sie epigenetische Programme verändern. Und diese Dinge, diese Informationen werden vererbt an Tochterzellen. Das heißt zunächst erstmal, ich habe es schon gesagt, in ihrem Körper drin. Sie können bis ins hohe Alter gespeichert bleiben, obwohl sich ja ihr Körper permanent erneuert. Bis auf die Nervenzellen und einige Immunzellen wird ja alles neu gebildet. Und die Stammzellen natürlich. Ja, ob es tatsächlich von Generation zu Generation vererbt wird, ist nochmal ein ganz eigener Punkt, da komme ich zum Schluss drauf. Und was es natürlich besonders spannend wird, gerade auch für die Mediziner unter Ihnen, für die Psychologen unter Ihnen oder für uns alle als denkende, interessierte, gesellschaftlich interessierte Menschen, epigenetische Strukturen sind potenziell reversibel. Sie sind eben kein Schicksal. Anders als die DNA,
als der Text der DNA, können sie verändert werden. Sie sind sogar dafür da. Die Natur hat sie sogar erfunden, damit sie verändert werden, als Schalter, als Dimmer. Natürlich gibt es manche, die sind so fest verdrahtet, dass sie sie eigentlich nicht mehr verändern. Sie können aus einer Leberzelle nicht einfach eine Hautzelle machen, zumindest in der Natur nicht. Inzwischen können sie solche Dinge technisch tun. Da komme ich noch gleich drauf. Aber sie sind potenziell reversibel. Und das macht es für uns so spannend. Können, und das führt dann auch dazu, dass wir vielleicht unseren Begriff von Gesundheit verändern können, müssen. Hier sind wir beim dritten Nobelpreis und sind nämlich genau dabei, was man inzwischen alles kann, natürlich in dem Fall mit technischen Mitteln. Dafür gab es 2012 den Medizin-Nobelpreis für die induzierte pluripotente Stammzelle, haben Sie bestimmt alle schon gehört. Herr Yamanaka, ist es tatsächlich gelungen, Bindegewebszellen zu nehmen aus der Haut und diese zurückzuprogrammieren zu Stammzellen, aus denen man theoretisch wieder jede denkbare Zellart herstellen kann. Also letztlich, die so potent ist wie eine befruchtete Eizelle. Und was hier tatsächlich passiert ist, es werden diese Dimmer und Schalter an und neben den Genen. Die Epigenetik der Zellen wird verändert, denn die Gene werden nicht verändert. Also sie werden tatsächlich, gentechnisch wird es gemacht, aber der Zweck ist nicht, um die Gene zu verändern, sondern der Zweck ist, die Epigenetik zu verändern. Und man experimentiert inzwischen auch mit diesen sogenannten Yamanaka-Faktoren, die die Zellen so umprogrammieren. Experimentiert man inzwischen tatsächlich auch, ob man Menschen vielleicht wieder verjüngen kann, indem man ihnen diese Faktoren in ganz geringen Mengen gibt und immer nur gepulst und vielleicht die Stammzellen in unserem Körper, aus denen sich ja immer wieder neue Zellen bilden, so ganz dosiert und ohne, dass das Krebs entsteht, das ist immer die Gefahr, immer so ein bisschen verjüngt. Das mit Mäusen gelingt das schon ganz gut, mit Menschen ist es natürlich noch totale Zukunftsmusik. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, wo die Epigenetik in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen wird. Wenn wir uns mit unserem Altern beschäftigen. Altern hat direkt was mit Gesundheit zu tun. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nicht die Krankheit ist das Gegenteil von Gesundheit. Deshalb ist ja auch Gesundheit kein Zufall, weil Krankheit kann natürlich zufällig auftreten, aber Gesundheit eben nicht. Und Gesundheit ist das Gegenteil von Altern, vom Verlust an Flexibilität, an Anpassungsfähigkeit. Und es spricht vieles dafür, dass Altern ein Prozess ist, der epigenetisch vielleicht sogar gesteuert wird, aber auf jeden Fall epigenetisch begleitet wird. Und Sie können sehr, sehr, sehr gut rein optisch, das sind Epigenome, epigenetische Schalter an einem Neugeborenen, einem mittelalten Menschen und einem 103-jährigen Menschen ganz außen. Ein schönes Bild, das eigentlich nur zeigt, dass sich das DNA-Methylierungsmuster systematisch mit dem Älterwerden verändert. Das können Sie reproduzieren und Sie können jetzt hingehen. Steve Horvath hat das gemacht und hat einen Algorithmus entwickelt, die berühmte Horvathsche Uhr, wo er inzwischen auf 3,6 Jahre genau messen kann, wie alt ein Mensch biologisch ist. Das ist super genau. Da können Sie die Telomere, die ich Ihnen eingangs vorgestellt habe, können Sie vergessen. Die sind längst nicht so genau. Und das ist einer der Punkte, denke ich, der in der Einführung zur Epigenetik ganz wichtig ist, der immer vorkommen muss, dass Sie sehen, Sie werden dank der Epigenetik können Sie jetzt messen und Sie werden es immer besser tun können in den nächsten Jahren, weil diese Algorithmen immer verbessert werden. Sie werden messen können, wie schnell Sie altern. Und dann können Sie natürlich auch anfangen zu messen, alter ich schneller, wenn ich mehr schlafe oder langsamer, alter ich, wenn ich meditiere, schneller oder langsamer, inwieweit beeinflusst das, was ich esse, wie schnell ich alter und so weiter. Das wird garantiert die gesamte Biomedizin verändern, weil sie endlich Biomarker gefunden haben dafür, wie der Lebensstil sie biologisch, molekularbiologisch wandelt. Also ich wage mich sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, dass Herr Horvath wahrscheinlich irgendwann auch den Nobelpreis dafür bekommt. Ich finde, er hat ihn verdient. Ich weiß nicht, können wir nachher darüber diskutieren, ob das die Experten ähnlich sehen. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, ich hoffe, Sie haben jetzt verstanden, was Epigenetik ungefähr ist, warum Epigenetik so unerhört wichtig ist. Und jetzt komme ich zu dem, warum wir eigentlich alle hier sind, nämlich darum, und das ist ja das eigentliche Thema dieser zwei Tage, wie beeinflussen diese Strukturen oder wie dienen diese Strukturen als Schnittstelle zwischen Umwelteinflüssen und dem Erbe?
Oder um mit Rudolf Jenisch, einem sehr bekannten Stammzellforscher aus Deutschstämmigen, der in Boston forscht, zu reden. Das Epigenom, also die Gesamtheit der epigenetischen Strukturen in ihren Zellen, das ist die Sprache, in der das Genom mit der Umwelt kommuniziert. Also ihre DNA spricht permanent mit dem, was sie tun, was sie lassen, damit, ob sie sich vom Wecker wecken lassen oder nicht, ob sie ausschlafen. All diese Dinge beeinflussen ihren Zellstoffwechsel. Und dieser Zellstoffwechsel ist irgendwann genötigt, darauf zu reagieren und verändert vielleicht die Umgebung der DNA. Und das ist das Gespräch zwischen Erbe und Umwelt. Und das verändert vielleicht, wie sie sind, wie sie am nächsten Tag sind. Sie werden am nächsten Tag ein anderer Mensch sein, als sie am Tag vorher waren. Das heißt natürlich nicht, dass diese Dinge dann bis in ihr hohes Alter erhalten bleiben. Einmal traumatisiert, Stress gehabt und sie haben 30 Jahre später Depressionen. So leicht ist es natürlich nicht. Das ist ein hochflexibles System, was sich ständig wandelt und verändert. Aber wenn immer wieder Dinge auf sie eintreffen, die positiv sind, die sie resilienter machen, die sie widerstandsfähiger machen, dann wird es immer fester eingefroren in ihrer Epigenetik und es sorgt vielleicht wirklich dafür, dass ihre Lebenserwartung steigt, dass sie auch im hohen Alter fit sind und leistungsfähig sind. So die Theorie. Das heißt, dass alles, was sie immer tun, was sie in jedem Moment tun und auch was andere auch mit ihnen tun, irgendwie seinen Niederschlag findet in ihren 37 Billionen Zellen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und man kann ganz vieles davon, Einfluss von Psychotherapie, Einfluss von Liebe und Geborgenheit, meistens eher untersucht als Abwesenheit von Liebe und Geborgenheit, muss man ehrlicherweise sagen, weil man es dort viel drastischer messen kann. All diese Dinge oder viele dieser Dinge werden inzwischen untersucht. Sie werden auch bei Menschen untersucht. Man nimmt dann, gibt es Studien, wo sie zum Beispiel Kinder, die in rumänischen Heimen zur Ceausescu-Zeit aufgewachsen sind, die inzwischen erwachsen sind, und sie vergleichen deren Epigenetik mit der Epigenetik von Menschen, die in britischen Kinderheimen unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen sind. Und dann sehen sie epigenetische Unterschiede und sie sehen, die beeinflussen vielleicht die Regulation von Genen, von denen man weiß, dass sie zum Beispiel das Risiko für psychische Krankheiten beeinflussen. Also sie sind heute auf der Ebene, wo sie diese Sachen alle messen können. Und das war jetzt nur eine Studie von vielen Tausenden, die ich da jetzt rausgepickt habe. Und ich möchte Ihnen ein paar Studien zeigen nachher, wo Sie sehen, was die Wissenschaft, wie sie dieses Gespräch zwischen Erbe und Umwelt inzwischen lesen kann. Dann am deutlichsten wird es in der Tat bei Insekten, das sind die berühmtesten Beispiele. Sie können zum Beispiel die verschiedenen Kasten in Ameisen starten. Die unterscheiden sich genetisch auch nicht groß voneinander, sondern dadurch, wo in welchem Teil des Ameisenstaates die Eier gelagert wurden, ob da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist oder eine andere Temperatur ist. Das beeinflusst, dieser Umwelteinfluss beeinflusst, zu welcher Kaste später die Ameise gehört. Und das allerberühmteste Beispiel sind die Honigbienen, das kennen Sie wahrscheinlich. Jede Honigbiene in einem Stock hat das Potenzial, zu einer Königin zu werden. Aber nur jene, die in der Larvenzeit permanent mit Gelee Royal, mit Königinnenfuttersaft gefüttert werden, die werden auch später die Königinnen. Und man weiß, da verändern sich zum Beispiel die Regulation von 1500 Genen in dem Gehirn dieser Bienen, verändert sich dadurch, durch diese andere Ernährung. Und dann kommt plötzlich ein Organismus raus, der sehr viel langlebiger ist, sehr viel fruchtbarer ist und ein ganz anderes Verhalten hat. Das ist verrückt. Nun rennen Sie bitte nicht in die Apotheke oder in die Drogerie und kaufen sich Gelee Royal. Das wirkt natürlich bei uns nicht. Sie werden dadurch kein bisschen langlebiger werden oder fruchtbarer. Sondern es muss ja darum gehen, dass wir unser Gelee Royal finden, dass wir im System Mensch denken und schauen, was sind denn die Einflüsse oder die Lebensstilfaktoren, die in unserem System unsere Zellen so ansprechen, dass diese sich in die Richtung vielleicht längeres Leben, höhere Gesundheit, bessere Resilienz, geringeres Risiko für komplexe Krankheiten aller Art verändern. Darum muss es uns gehen, unseren Gelee Royal zu finden. Und wenn Sie sich, das sind Studien, die gemacht worden sind, mit eineigen Zwillingen. Und zwar wurden hier ganz berühmte Studien, es wurden eineige Zwillinge untersucht, von denen einer im Paar krank war, eine komplexe Krankheit hatte und einer nicht. Also bei den
den Damen hier auf der von Ihnen linken Seite, die hat eine Diabetes, die andere nicht, Altersdiabetes, und bei dem anderen Bild hat eine Brustkrebs, einen nicht familiären, also nicht genetisch bedingten Brustkrebs und die andere nicht. Also genetische Krankheiten lasse ich komplett außen vor. Das ist natürlich das klassische Denken. Genetische Krankheiten sind schicksalhaft, sind oft sehr schwer, die sind sehr, sehr wichtig, aber wir reden hier nur über komplexe Krankheiten. Ja, und dann konnte man tatsächlich sehen, bei diesen eineigen Zwillingen zunächst, die Gene waren gleich. Also sie waren tatsächlich genetisch nahezu identisch, so wie es sich für eineige Zwillinge gehört. Sie unterschieden sich aber teilweise epigenetisch voneinander. Und die Genregulation war tatsächlich auch an Genen verändert, von denen man weiß, dass wie gut die Arbeiten einen Einfluss hat bei dem Risiko für eben Krankheiten wie Diabetes oder Brustkrebs. Das waren wirklich so ganz wichtige Studien, die die Augen geöffnet haben der Menschen dafür, wie das eben auch bei uns die Art, wie wir leben, das Erkrankungsrisiko beeinflusst. Und was man auch messen konnte, die Epigenetik verändert sich immer mehr, je länger wir leben und je mehr eineige Zwillinge unterschiedlich ihre Lebensverhältnisse waren, desto unterschiedlicher sind auch ihre Epigenome. Also im Grunde das Substrat für diese Erbe-Umwelt-Interaktion, das Substrat dafür, wie die Umwelt unsere Gene interpretiert, das ist mit der Epigenetik gefunden worden. Moshe Sif, ein bekannter Epigenetiker aus Montreal, der sagte dann auch, wenn die Umwelt tatsächlich eine Rolle bei der Veränderung unserer Epigenome spielt, dann können wir eine Brücke schlagen zwischen biologischen und sozialen Prozessen. Und das ändert unsere Sicht des Lebens total. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute hier stehe, weil wir an der Schwelle sind zu einer neuen Betrachtung dessen, was Leben ist. Und wir sind dabei zu begreifen, dass wir Biologie und Soziologie, Medizin und Psychologie, dass wir diese Dinge nicht mehr voneinander trennen können, weil wir jetzt ein biologisches, ein molekularbiologisches Substrat haben, wo wir messen können, wie das eine und das andere miteinander interagieren. Und dann wird ganz schnell die Soziologie biologisch geprägt. Und dann können Sie messen, ob Sie in armen oder in reichen Verhältnissen aufgewachsen sind und was das mit Ihren Zellen gemacht hat zum Beispiel. Studien, die gemacht werden. Ich habe jetzt ein paar, wie ich finde, besonders eindrücklich herausgegriffen. Es gibt inzwischen viel, viel mehr. Es sind alles sehr kleine Studien. Jede dieser Studien hat keine sehr große Aussagekraft. Epigenetik ist teuer. Und ich finde, die Evidenz, die kommt im Grunde durch die große, große Menge der Studien, die es inzwischen gibt und die alle in ähnliche Richtungen gehen. Und deshalb betrachten Sie mal jede dieser Studien, die ich Ihnen jetzt vorstelle, wirklich nur als so ein Schlaglicht. Keine dieser Studien hat eine große Evidenz, aber in der Summe ist, glaube ich, die Faktenlage inzwischen sehr eindeutig. Und es geht ja auch darum, Ihnen zu zeigen, was Epigenetik, wie sie den Blick auf das Leben verändert. Hier eine Studie, die sehr elegant war, wo Studenten nur ein Bein trainiert haben. Also wenn Sie sich diese Dame angucken, ihr rechtes Bein ist mit einer Stange verbunden mit einem Fahrrad hinten. Sie hat im Grunde ein einbeiniges Ergometertraining gemacht und das 3-4 Monate lang hat sie immer nur eines ihrer Beine trainiert und das andere nicht. Das hat man mit, ich glaube, 20 Studenten gemacht. Und man hat dann geschaut, wie verändert sich denn die Epigenetik in den Muskeln des Trainierten gegen das untrainierte Bein. Sie haben also die Kontrolle in einer Person, was sehr elegant ist. Sie müssen nicht zwischen anderen Personen kontrollieren, sondern sie kontrollieren tatsächlich trainiertes Bein mit untrainierten Bein. Und was denken Sie, wie viele Gene wurden jetzt plötzlich, also die Gene haben sich nicht verändert, aber wie viele Gene wurden jetzt anders reguliert durch dieses Training? 440, 400 oder 4000. Ich will Sie jetzt nicht auf die Folter spannen, es sind tatsächlich 4076 Gene gewesen, die anders epigenetisch kontrolliert worden sind. Das heißt, wir haben ja nur 23.000. Also in diesen Zellen, können Sie sich vorstellen, die sind komplett anders programmiert auf einmal. Und jetzt kann man das System biologisch analysieren, das Bild ist sehr unscharf, ist aber auch egal. Letztlich geht es nur darum, dass Sie jetzt analysieren können, was haben diese Gene eigentlich miteinander zu tun. Man betrachtet ja das Leben eben nicht mehr so, es gibt ein Jan-Ulrich-Gen, oder wo dann klar wird, das wird mal ein toller Radprofi, sondern diese Eigenschaft, ein hohes Talent vielleicht zum Fahrradfahren zu haben und kombiniert mit viel Training, die ist gespeichert in Tausenden von Genen zugleich. Und es geht darum, wie diese Gene miteinander interagieren und wie sie reguliert werden. Erst das macht sie zu dem tollen Fahrradprofi.
und eben nicht das eine oder die zwei, drei, vier Gene, die sie geerbt haben. Oder Genvarianten, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das heißt, die Botschaft zum Beispiel, wie die Muskelzelle Energie verarbeitet, wie sie Energie speichert, wie stabil sie ist, wie gut sie Belastungen standhält, diese Botschaft, die steckt in Netzwerken von Genen, die reguliert werden. Und das ist auch so ein ganz neuer Blick auf komplexe Merkmale, so ein systembiologischer Ansatz. Und das kann man eben mit solchen Studien inzwischen sehr gut messen. Und die Epigenetik ist halt an der Schnittstelle zwischen dem Umwelteinfluss und wie dieses System in der Zelle sich verändert. Sie können auch bei alten Menschen, in dem Fall 60 bis 65 Jahre alt, aufgrund ihrer Epigenetik feststellen, ob sie zeitlebens viel oder wenig Sport gemacht haben. Die Menschen, die zeitlebens viel Sport gemacht haben, die sind epigenetisch deutlich von den anderen zu unterscheiden. Also in dem Fall an 745 Stellen, wo solche Transkriptionsfaktoren binden, da sind diese Menschen anders epigenetisch reguliert. Und das Ganze kann sehr schnell gehen. Es ist ein hochdynamischer Prozess, das habe ich Ihnen ja schon geschildert. Sie können mit Menschen einen Stresstest machen und 10 Minuten später messen Sie in Ihrem Blut, dass Sie sich epigenetisch verändert haben. Und zwar nicht irgendwo, sondern an Genen wie Oxytocin, die tatsächlich auch, wenn sie denn auch im Gehirn anders reguliert werden, auch einen Einfluss auf Ihre Psyche haben. Wenn Sie 90 Minuten später wieder nachgucken, sehen Sie den Effekt überhaupt nicht mehr. Das heißt, es ist nichts auf Dauer gespeichert. Es wird ständig verändert, sich diese Umgebung der Gene. Aber wenn jetzt natürlich ein Mensch einmal extrem heftig traumatisiert wird oder wenn ein Trauma immer wieder kommt, ein negativer Stress, so ist zumindest die Theorie, dann friert sich sowas irgendwann ein. Und dann sind sie eben nicht mehr so veränderlich, diese epigenetischen Strukturen. Und das kann dann dazu führen, dass sie tatsächlich ein erhöhtes Risiko für psychische Krankheiten haben. Und dann kann man hingehen und kann zum Beispiel den Effekt von Psychotherapie messen. Sie haben Menschen, die haben zum Beispiel eine Angststörung und man weiß, sie machen Verhaltenstherapie und können einen gewissen Prozentsatz der Menschen mit Verhaltenstherapie von dieser Angststörung heilen. Dann kann man heute diese Effekte messen. Frau Domschke hat das gemacht. Sie hat sich jetzt nicht die tausende Gene angeguckt und wie die epigenetisch reguliert werden, sondern sie hat sich ein Gen rausgepickt, von dem sie weiß, dieses Gen spielt eine Rolle bei Angststörungen. Also je nachdem, welche Variante sie genetisch geerbt haben, kann das ihr Risiko auch verändern. Und jetzt hat sie angeschaut bei ihren Angstpatientinnen, bei denen die Verhaltenstherapie gewirkt hat, hat sich die Epigenetik an diesem einen Gen, dem MAOA-Gen, normalisiert. Und bei den anderen ist diese Epigenetik weiter so geblieben, wie sie vorher war, nämlich so, dass dieses Gen falsch reguliert worden ist. Also das ist ein ganz wichtiger, inzwischen gibt es viele Studien, die in diese Richtung gehen, ein ganz wichtiger Aspekt. Sie können den Erfolg von Psychotherapie inzwischen molekularbiologisch messen und begreifen. Das ist verändert auch überhaupt die Art, wie wir Psychologie betrachten sollten. Letztes Beispiel. Ernährung, auch Ernährung wirkt. Das ist eine der ganz berühmten Epigenetikstudien. Randy Jurdle hat das gemacht in Durham. Der hat Yellow Agouti-Mäuse erzeugt. Das sind alles Klone, die sind genetisch völlig identisch. Praktisch eineiige Zwillinge. Und sie haben eine besondere Genvariante. Es ist ein Modellsystem. Wir dürfen es nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Aber man kann sehr schön sehen, wie tatsächlich das Erbe mit der Umwelt spricht. Wenn dieses Gen angeschaltet ist, dann haben Sie diese dicken, übergewichtigen, gelbfarbigen Mäuse, eben die Yellow Agouti-Mäuse. Und wenn das Gen abgeschaltet ist, dann haben Sie, oder eben inaktivierbar geschaltet ist, dann haben Sie diese äußerlich völlig normalen Mäuse. Und diese Mäuse, diese Klone, die hat er von unterschiedlichen Müttern austragen lassen. Und die wurden wiederum unterschiedlich ernährt. Und er konnte tatsächlich zeigen, dass die Ernährung während der Trächtigkeit beeinflusst hat, wie gut die epigenetische Maschinerie gearbeitet hat. Wenn die ganz viele dieser wichtigen Zusatzstoffe, die alle wichtig sind, damit epigenetische Enzyme gut arbeiten können, den Müttern geben, dann haben sie viel mehr kleine braune Mäuse. Und wenn in der Diät diese Stoffe Mangel sind, dann haben sie viele von den dicken gelben Mäusen, die rauskommen. Man kann auch sehen, dass zum Beispiel der Plastikinhaltsstoff Bisphenol A, der hat eine negative Wirkung und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen.
Ich möchte Ihnen nur sagen, hier sehen Sie, dass es auch ganz wichtig ist für eine ausgewogene, gesunde Ernährung, dass diese ganze Epigenetik gut funktioniert. Darum geht es hier. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Ebene, wie Ernährung wirkt, nämlich jetzt über die Programmierung. Was wir essen, was wir vor allem auch als Kinder essen, aber was wir natürlich auch im höheren Alter essen, das beeinflusst unseren Stoffwechsel und das prägt unseren Stoffwechsel und beeinflusst natürlich unser späteres Übergewichts- und Diabetesrisiko. Ist lange bekannt, ist gut untersucht. Dank der Epigenetik kann man diese Dinge inzwischen erklären, was da eigentlich abläuft. Ja, zusammenfassend kann man das alles in diesem Bild der epigenetischen Landschaft. Das ist von Conrad Waddington. Das ist der Mann, der tatsächlich den Begriff der Epigenetik geprägt hat. Der hat ihn erfunden, als er eben diese Landschaft gezeichnet hat und sie epigenetische Landschaft genannt hat. Das war ein Entwicklungsgenetiker. Das war sozusagen vor dem Beginn dieses genzentrierten Zeitalters in den 1950er Jahren. Da hat er schon gesagt, ist alles, was den Phänotyp, das Erscheinungsbild eines Menschen ausmacht, das entsteht gemeinsam aus seinem Genotyp, also den Genen, die er geerbt hat, und dem, wie die Umwelt diesen Genotyp interpretiert. Und das nannte er dann die epigenetische Ebene. Und die Landschaft, das heißt, wir rollen sozusagen, wir entwickeln uns als befruchtete Eizelle in einer Landschaft, wir rollen in dieser Landschaft wie eine Murmel hinab und dann entscheidet sich zuerst die Zelle dafür, eine Leberzelle, eine Hautzelle, eine Nervenzelle zu werden, klassische Ontogenese, biologische Entwicklung, aber die hört nicht auf, die geht weiter, die geht bis wir alt werden, immer weiter und entscheidet dann vielleicht auch über die Entwicklung von Bauchspeicheldrüsenzellen. Das ist jetzt sehr unwissenschaftlich und sehr vereinfachend, aber das ist die Idee dahinter, führt ins Tal des Altersdiabetes oder ins Tal der Gesundheit bis ins hohe Alter, jetzt wie gesagt sehr vereinfachend dargestellt. Und was wir jetzt machen und die Medizin heute macht, ist, dass wir oft vergessen, wie unglaublich wichtig die prägenden ersten Phasen waren, die perinatale Phase im Mutterleib kurz nach der Geburt, wo nämlich die Berge zwischen diesen Tälern noch sehr niedrig waren, wo sich die Organe ausgebildet haben und total empfänglich waren für Botschaften von außen, weil sie die ja auch brauchen, um sich überhaupt noch zu entwickeln. Und da macht es einen Riesenunterschied, wie zum Beispiel die Ernährung ist oder wie das Stresslevel ist. Das geht weiter bis in die Pubertät. Ich denke, über diese Dinge wird Herr Huber morgen ganz viel reden, deshalb brauche ich das jetzt nicht so ausführlich zu machen. Und es geht natürlich auch im hohen Alter weiter. Wenn Sie aber jetzt Übergewicht haben und Sie sind schon 50 Jahre alt, dann müssten Sie jetzt wissen, nur durch eine Änderung des Lebensstils kann es sehr, sehr, sehr mühsam sein, Ihre Epigenetik umzuprogrammieren. Sie müssen nämlich über einen sehr hohen Berg rüber. Also es ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist für die einen sehr viel schwieriger als für die anderen. Und das hat eben nicht, wie man früher dachte, nur mit Genen zu tun, mit Übergewichtsgenen, mit Fettsuchtgenen oder so, sondern es hat eben auch mit der Prägung in der Kindheit zu tun. Und das vergisst die Medizin heute sehr. Also, dass man guckt, wie war eigentlich die Kindheit, wie war die Jugend, was ist da denn passiert? Und da haben die einen, die haben eben einen schwereren Rucksack sozusagen zu tragen als die anderen. Was aber nicht heißt, dass es zumindest theoretisch nicht trotzdem noch zu verändern wäre. Wir betrachten also sehr oft den Alltag und sagen, warum kann denn der eine seine Ernährung nicht so leicht umstellen wie der anderen oder der und so weiter. Das liegt eben an dieser Vergangenheit, die wir oft vergessen dabei. Das ist also, warum die Epigenetik uns auch so einen spannenden neuen Blick auf unsere eigene Gesundheit bietet. Und was eben ganz neu ist, worauf ich heute zum Schluss gleich noch eingehen werde, ist, dass auch die Generationen davor, vielleicht die Großeltern sogar, die Urgroßeltern vielleicht, das ist aber wie gesagt noch sehr theoretisch, auch die dafür sorgen, dass diese Eizelle unterschiedliche Startbedingungen hat, weil sie epigenetische Informationen über Eizellen und Samenzellen weitergibt. Jetzt könnte ich nochmal mit vielen Studien kommen. Die Studien sind alle ähnlich. Es wird immer gezeigt, wie die Regulation von vielen Genen zugleich unter bestimmten Umwelteinflüssen sich wandelt. Und da ist zum Beispiel hier eine gemacht worden von stark adipösen Müttern, die zwei Kinder bekommen haben. Eines vor einer Magen-Bypass-Operation und eines danach. Das heißt, sie haben einen Magen-Bypass bekommen wegen ihres Übergewichts. Und während in dieser Schwangerschaft mit den beiden Kindern sollte alles gleich sein, die Umwelt, die Mutter ist definitiv gleich, die Umweltbedingungen sollten ähnlich gewesen sein, der Vater ist hoffentlich gleich gewesen. Entscheidend ist, die Mutter hat in der einen Schwangerschaft viel, viel weniger gegessen als in der anderen. Ganz andere Kalorienzufuhr. Und jetzt können Sie wieder messen, Dinge, die man eh schon länger wusste, aber sich nicht erklären konnte.
Fast 6000 Gene werden anders reguliert und das beeinflusst praktisch das Risiko für alle möglichen komplexen Krankheiten, die damit in Zusammenhang stehen. Also nur ein Beispiel von ganz vielen. Und natürlich können Sie in diesem Modell auch das Risiko für psychische Krankheiten betrachten. Und auch da weiß man, das sind reine Korrelationen, dass bei fast allen psychischen Krankheiten Sie finden, dass es epigenetische Auffälligkeiten gibt. Man weiß natürlich nicht, ob die ursächlich für die Krankheit sind oder vielleicht auch nur eine Folge der Krankheit. Das sind pure Korrelationen. Aber es gibt Modelle, die ähnlich wie bei der Fehlernährung sehr schön auch herleiten können, wie eben Fehlentwicklung in frühester Kindheit in der perinatalen Phase, wie diese die Epigenetik in dem Fall von Nervensystemen so verändern oder von dem Stressregulationssystem so verändern können, dass vielleicht das Risiko für Stresskrankheiten steigt zum Beispiel. Und das ist eine andere sehr berühmte Epigenetikstudie, die da einem die Augen geöffnet hat. Das war Michael Meany aus Montreal, der hat Ratten untersucht, deren Mütter sich nicht ausreichend um sie gekümmert haben, die sogenannten berühmten Non-Licking Rats. Also eigentlich haben Ratten ein ganz ausgeprägtes Fellpflegeverhalten, Licking and Grooming-Verhalten, dass sie in den ersten 8 Tagen sich permanent um ihre Kinder kümmern und diese lecken und kraulen und so weiter. Nun gibt es aber einzelne Ratten, die das nicht machen und deren Kinder werden zeitlebens aggressiv und ängstlich und selber, wenn sie Mütter sind, kümmern sie sich nicht genug um ihre Kinder. Und Sie können sich denken, was man früher wieder gedacht hat, es muss ein Non-Licking-Gen geben, eine Genvariante, die dafür verantwortlich ist, dass diese Ratten dieses Verhalten zeigen. Man hat dieses Gen gesucht und gesucht und gesucht, man hat es nicht gefunden. Und dann hat Michael Meany gesagt, wir schauen uns doch mal die Epigenetik an. Und dann hat er entdeckt, dass der Glucocorticoid-Rezeptor, ein Stresshormonrezeptor, im Hippocampus des Gehirns, in einer speziellen Struktur des Gehirns, wenn die Ratten auf die Welt kommen, ganz stark methyliert ist. Da sind ganz viele dieser Methylgruppen dran und das Gen für diesen Rezeptor wird kaum abgelesen. Und jetzt kommen die Mütter, und so erklärt es immer Michael Meany, und lecken sozusagen diese Methylgruppen weg. Sie machen Sorgen dafür, dass das Kind ganz wenig Stress hat und lecken diesen Rezeptor, dieses Gen, diese Methylgruppen weg und das Gen kann sehr gut abgelesen werden und zeitlebens, es sind bleibende Effekte, zeitlebens werden diese Ratten besonders viele von diesen Rezeptoren haben und deshalb besonders gut mit Stress umgehen können. Das heißt, sie können gut Stress wieder abbauen, destressen und so weiter. Und die, bei denen das nicht passiert, die haben wenige von diesen Rezeptoren und die können zeitlebens, sind sie anfälliger für Stress. Und das macht sie ängstlich, aggressiv. Und wenn sie selber Kinder haben, kümmern sie sich um andere Dinge und haben nicht genug Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Evolutionsbiologisch macht das total Sinn, weil diese Ratte wird offensichtlich in eine gefährliche Umwelt geboren und in dieser gefährlichen Umwelt ist es wichtig, ängstlich und aggressiv zu sein, evolutionsbiologisch gesehen. Für uns Menschen ist sowas natürlich nicht gewollt, ne? Weil wir wollen lieber länger leben und wir leben natürlich nicht mehr in einer Gesellschaft, wo es egal ist, so nach dem Motto, ich sterbe lieber früher am Herzinfarkt, dafür habe ich bis dahin überhaupt überlebt. Also darum geht es ja letztlich. Die Frage ist natürlich, kann man das überhaupt auf den Menschen übertragen? Und da wird es schon sehr schwierig. Also man kann es auf jeden Fall nicht so, wie manche Kreise behaupten, sehr konservative Kreise behaupten, die Mütter dürfen nicht arbeiten gehen, die müssen sich die ganze Zeit um die Kinder kümmern, die müssen am Herd bleiben, weil das hat Michael Meany gezeigt, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind keine Ratten und für uns sind soziale Einflüsse extrem wichtig und bei uns kümmern sich auch Väter oder Onkels oder Pflegeeltern um Kinder. Es ist entscheidend tatsächlich, dass zum Beispiel in Kinderkrippen ein hoher Bestreuungsschlüssel ist. Das ist eine Botschaft, die man daraus wahrscheinlich politisch ableiten könnte und so weiter. Dass also Kinder wenig Stress haben, dass sie immer in der Lage sind, gute, positive, feste Bindungen, intensive Bindungen aufzubauen. Es gibt tatsächlich inzwischen eine Menge Hinweise, auch das wegen der Länge, ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit, es gibt viele, viele Studien, die inzwischen zeigen, dass man diese Ergebnisse auf den Menschen ganz gut übertragen kann, unter anderem auch das, was ich vorhin angedeutet habe, mit den Studien der Kinder, die in Heimen, in sehr schlechten Heimen aufgewachsen sind. Und das sind zwei sehr deutliche Studien. Das eine ist, dass tatsächlich bei Kindern im Alter von 10 bis 19 Jahren, von denen man weiß, dass ihre Mütter während der Schwangerschaft massiver Gewalt ausgesetzt waren. Also hier geht es nicht um leichten Stress, sondern hier geht es um extreme negative Ereignisse. Wiederholte physische und psychische Gewalt.
dass sie bei diesen Kindern tatsächlich in Blutzellen gemessen, sie können ja nicht bei Menschen im Gehirn messen, in Blutzellen gemessen auch Veränderungen an diesen Glucocorticoid-Rezeptor finden, epigenetische Veränderungen. Ich rede nie von genetischen Veränderungen. Und ganz ähnliche Beobachtungen machen sie bei Kindern, die nach der Geburt, also wenn sie selbst schon auf der Welt sind, direkt traumatisiert werden. Das heißt, auf der Ebene der Stressregulation hat es vielleicht gar nicht so ein, macht es gar nicht so einen Unterschied, ob sie via Mutter, via Nabelschnur von dem Stress mitbekommen haben oder ob man sie direkt traumatisiert hat. Auch das ist sehr interessante Erkenntnisse und zeigt neben vielen, vielen anderen Hinweisen inzwischen, dass man diese myoklonischen Resultate tatsächlich übertragen kann, wohl auf den Menschen in der Idee. Also nicht unbedingt, dass genau das gleiche Gen an der gleichen Stelle betroffen ist, aber das System wird bei uns so ähnlich funktionieren. Wir dürfen natürlich jetzt nicht zu kurz springen und sagen, wir müssen jetzt auf die Mütter noch mehr Verantwortung übertragen. Das ist ein ganz berühmter Kommentar in Nature gewesen. Don't blame the mothers. Macht jetzt die Mütter nicht für noch mehr verantwortlich. So nach dem Motto, der Mensch hat Depressionen bekommen, es war die Mutter schuld, die hat sich irgendwie während der Schwangerschaft nicht genug zurückgehalten. Es ist genau umgekehrt. Uns schaffen diese Erkenntnisse eine neue Freiheit. Wir lernen unheimlich viel über die molekularbiologischen Zusammenhänge und aus dieser Freiheit kommt natürlich mit der notwendigen Verantwortung einher. Und ich würde sagen, die Gesellschaft ist gefordert, aufgrund dieser Erkenntnisse mehr Verantwortung für das werdende Leben zu übernehmen. Das heißt, sie muss mehr Verantwortung für die Eltern übernehmen, für Eltern vielleicht auch in sozial prekären Verhältnissen, für Eltern, die sowieso schon viel Stress haben, dass die es gut haben, dass die entlastet werden. Das heißt, wir müssen das Gegenteil tun. Wir dürfen nicht noch mehr Verantwortung auf den Eltern abladen, sondern wir müssen den Eltern helfen, sie unterstützen in jeder Form, die wir haben, weil wir wissen, davon profitieren Gesellschaften über Generationen hinweg vielleicht. Beispiel Flüchtlinge, die zu uns kommen, die traumatisiert sind. Wir dürfen natürlich nicht sagen, oh Mann, ihr seid traumatisiert, ihr habt noch mehr Verantwortung zu tragen. Das leuchtet jedem ein, die haben schon genug zu tragen. Man muss ihnen helfen, man muss ihnen, damit eben ihre Kinder, vielleicht sogar ihre Enkel und damit die Gesellschaften, die diese Menschen bereichern, davon profitieren auf lange Sicht. Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt. Geben Sie mir noch 5 Minuten. Einführung, es war mir von vornherein klar, dass es schwierig wird, das in dieser Zeit zu schaffen, aber Sie wollen ja die nächsten 2 Tage, hören Sie noch viel, viel, viel Vertiefendes in diese Richtung und zum Beispiel Frau Mansoui wird sich mit der heute Nachmittag mit der Frage beschäftigen, inwiefern eben die transgenerationelle Epigenetik greift. In wann beginnt eigentlich unsere Gesundheit? Ich glaube, ich habe Sie überzeugt, dass Gesundheit ein Prozess ist, der mit ihrer Zeugung beginnt. Wenn sie da als befruchtete Eizelle sich einnisten in einer Gebärmutter, dann beginnt ihre Gesundheit. Und sie hält bestenfalls, bis sie 122 Jahre, 5 Monate alt werden, wie John Calmon. Und diese Gesundheit begleitet sie. Die Frage ist, beginnt sie vielleicht schon vorher? Haben Sie vielleicht als Frau mit Kinderwunsch schon, als Sie nur den Kinderwunsch bei Ihrem Gynäkologin geäußert haben, hat die Ihnen vielleicht gesagt, ja, nehmen Sie doch mal Folsäure-Tabletten? Da haben Sie Ihr Kind noch gar nicht gezeugt und trotzdem haben Sie sich schon um die Gesundheit Ihres Kindes gekümmert, weil Sie Folsäure-Tabletten, die übrigens auch epigenetisch irgendwie wirken und dafür helfen, dass die das Fehlbildungsrisiko reduzieren. Das heißt, Ihre Gesundheit beginnt, bevor Sie gezeugt werden. Und die Frage ist, beginnt sie vielleicht schon bei Ihren Enkeln, bei Ihren Großeltern, bei Ihren Großeltern, weil Informationen über Ihre Gesundheit, über Ihren Lebensstil, über die Traumata, die Sie erlebt haben, die Geborgenheit Ihrer Kindheit, die Epigenetik in Ihren Keimzellen auch verändert und weitergegeben wird an Ihre Kinder. Und auch dafür gibt es zunehmend Hinweise, dass das geschieht. Das heißt, dass das Modell der präkonzeptionellen Gesundheit wird ernsthaft von Wissenschaftlern diskutiert inzwischen. Es ist ein ganz ernstzunehmender Bestandteil und Sie können eben Magenbypass-Untersuchungen auch bei Männern machen. Nicht nur, ich habe ja vorhin diese Studie bei den Frauen gezeigt. Natürlich gibt es auch schwer adipöse Männer, die einen Magenbypass-OP machen. Und da stellen Sie fest, dass sich die Epigenetik der Spermien dieser Männer verändert durch die Magenbypass-Operation. Also die Gene bleiben gleich, aber die Umgebung der Gene verändert sich. Die Umgebung der Gene in ihren Spermien verändert sich auch, wenn sie aufhören zu rauchen, wenn sie ihre Ernährung umstellen, wenn sie ihren Stresslevel umstellen. All das verändert die Epigenetik in ihren Spermien. Nun wissen Sie nicht,
beeinflusst es auch die Gesundheit ihrer Kinder. Das ist bei Menschen noch nicht untersucht. Aber da macht eben, wie gesagt, Frau Mansouy tolle Experimente und es gibt viele, viele Hinweise aus Nagetierstudien mit Mäusen, mit Ratten, die zeigen, ja, diese epigenetischen Botschaften, die Ei- und Samenzellen mitgegeben werden, die beeinflussen auch die Gesundheit der folgenden Generationen. Und da sind sie, diese Studien zum Beispiel. Also alles, mal gucken, was diese ganzen, sind alles aus der Gruppe von Frau Mansouy, auch das aus der Gruppe von Frau Mansouy. Sie können mit Vergiftung arbeiten, mit Fehlernährung arbeiten oder eben mit Traumatisierung arbeiten und Sie sehen Effekte, die teilweise bis in die vierte Folgegeneration gemessen werden. Ich muss hierzu nicht zu eingehen, sehr detailliert, weil da reden, erfahren Sie ja in den nächsten Tagen noch viel zu. Die Frage ist natürlich, gibt es das auch bei Menschen? Und da muss man ganz klar sagen, all diese Studien können Sie bei Menschen nicht machen. Ist unmöglich. Sie können nicht Menschen bewusst traumatisieren oder bewusst fehlernähren, dass sie einen erworbenen Diabetes kriegen. Das sind grausame Experimente. Man kann sogar hinterfragen, ob das bei Nagetieren ethisch vertretbar ist. Aber die Diskussion möchte ich jetzt nicht anfangen. Also müssen wir bei Menschen auf epidemiologische Daten schauen. Und da ist die Datenlage tatsächlich sehr, sehr, sehr dünn. Was Ihnen immer wieder begegnet ist, Överkalix, ein Ort in Nordschweden, wo man über lange Zeiträume messen konnte, haben die Menschen viel zu essen gehabt oder wenig Essen zu essen gehabt und tatsächlich gesehen hat, wenn Männer im Alter 10, 11, 12 Jahre, wo ihre Samenvorläuferzellen reifen, wenn sie da sehr viel zu essen hatten, beeinflusst das offensichtlich das Risiko für Zivilisationskrankheiten ihrer vor allem Söhne und männlichen Enkel. Rein statistische Effekte, wo sie herkommen, keine Ahnung. Aber theoretisch ließe sich das natürlich ganz gut mit einer generationsüberschreitenden Epigenetik erklären. Was allerdings die Medien aus solchen sehr, sehr wackeligen Daten machen, das ist manchmal schon überraschend. Ne? Wenn dann, also man muss diese Dinge schon kritisch sehen. Aber in Kombination mit den Nagetierstudien ist es schon sehr spannend. Und es spricht vieles davor, dass diese Effekte auch bei uns Menschen existieren. Das andere Beispiel, was immer genannt wird, ist der Hungerwinter, der niederländische Hungerwinter. Die Nazis haben im letzten Weltkriegsjahr die Nahrungszufuhr komplett abgeschnitten, den Niederländern. Es war ein fürchterlich kalter Winter, es war eine entsetzliche Hungersnot. Und die Niederländer beobachten seitdem akribisch, was mit den Menschen passiert, deren Mütter damals mit ihnen schwanger waren. Und das ist schon sehr, sehr, sehr spannend, was da als Ergebnissen herauskommt. Und zwar diese Menschen selbst hatten ein erhöhtes Risiko für praktisch alle Krankheiten, eine geringere Lebenserwartung. Und das lässt sich ja direkt über perinatale Programmierung, Mangelernährung im Mutterleib erklären. Darüber habe ich ja schon ganz viel geredet. Und jetzt sieht man aber Effekte tatsächlich auch bei den Kindern dieser Kinder. Und ganz vielleicht, das ist aber jetzt erst, kommt man erst in den Bereich, wo man das messen kann, auch bei den Enkeln. Und da muss man jetzt vielleicht noch 10, 20 Jahre abwarten und dann wird man vielleicht tatsächlich sehen, dass sich auch bei Enkeln, vielleicht sogar bei Urenkeln, messbare Effekte ergeben. Und das wäre schon ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass hier vielleicht generationsüberschreitende, über die Keimbahn weitergegebene Effekte existieren. Muss man aber eigentlich noch ein bisschen abwarten. Und es ist viel zu früh für Schlagzeilen aller Erben wir die Traumata unserer Vorfahren. Da gibt es tatsächlich auch andere direkte Studien. Das ist die letzte Studie, die ich Ihnen jetzt zeige. Wenn Sie eine schwangere Frau vor sich sehen und diese Frau erwartet eine Tochter, dann sehen Sie nicht zwei Generationen vor sich, sondern Sie sehen drei Generationen vor sich. Dieser Embryo, der hat schon die Eizellen gebildet für die übernächste Generation. Sie haben die schwangere Frau, Sie haben den Embryo und Sie haben die Eizelle der nächstfolgenden Generation. Und wenn jetzt etwas passiert, was zum Beispiel in dieser Studie rückwirkend befragt worden ist, in Favelas in Brasilien, wo eine extrem hohe Gewaltneigung ist, ist deine Großmutter mütterlicherseits während der Schwangerschaft, oder die wurden direkt gefragt, sind sie traumatisiert worden, haben sie mehrfach Gewalt erlebt? Und dann kann man tatsächlich feststellen, wenn die Großmutter mütterlicherseits mehrfach während der Schwangerschaft Gewalt erlebt hat, dann finden sie bei ihren Enkeln epigenetische Auffälligkeiten. Aber das kann man erklären, weil die Eizelle war ja schon da, damals, als die Großmutter traumatisiert wurde. Und vielleicht ist diese Information direkt in diese Eizelle reingelangt. Rein wissenschaftlich super spannend wäre jetzt, wie sieht es mit den Kindern dieser Enkel aus? Wenn die auch noch was haben, das kann dann nur noch weiter vererbt worden sein. Also das ist der Punkt, wo die Wissenschaft der transgenerationellen Epigenetik gerade ist. Sie werden darüber noch viel hören.
Ich möchte jetzt zum Ende kommen dieser Einführung. Ich hoffe, Sie haben verstanden, dass wir eine neue Biologie der Vererbung brauchen, die eben nicht nur die genetische Vererbung in den Blick nimmt und damit versucht, wie es im genzentrierten Zeitalter lange der Fall war, familiäre Häufungen von Krankheiten, von komplexen Krankheiten, auch allein über den Text der DNA zu erklären, sondern dass wir inzwischen neue Erklärungsansätze haben, dass familiäre Häufungen auch über einfach eine andere Art der Vererbung, über immer wiederholte perinatale Prägung und vielleicht sogar über epigenetische Vererbung passieren kann. Also ein völlig neuer Blick auf familiär gehäufte Krankheiten. Ich rede nicht über genetische Krankheiten. Die sind vergleichsweise simpel zu verstehen, natürlich. Und wenn wir uns jetzt wieder Jean Calment angucken, was zählt denn nun im Leben? Was ist denn, wenn ich jetzt die Klammer schließen will, was ist denn tatsächlich das, was uns länger leben wird? Was sagt denn die Datenlage? Dann wissen wir natürlich, der größte Faktor bei der Lebenserwartung ist unser Alter. Das ist trivial. Je älter wir sind, desto geringer ist unsere Lebenserwartung. Das Geschlecht spielt eine riesige Rolle. Frauen werden in fast allen Gesellschaften älter als Männer. Erbkrankheiten spielen eine große Rolle, ist logisch. Zigarettenkonsum ist ein Riesenfaktor, also hören Sie auf zu rauchen, auch wenn Frau Calment sich nicht dran gehalten hat. Sie sind sicherlich nicht so resilient wie Frau Calment, ich würde das Risiko nicht eingehen. Und Übergewicht spielt eine große Rolle. Aber einer der größten Faktoren ist sozialer Status und Wohlstand. Die Zahlen für Deutschland sind, dass die Menschen in den reichsten Teilen oder die reichsten Deutschen leben etwa 10-11 Jahre länger als die ärmsten Deutschen. Und Steve Jones, ein ganz bekannter Genetiker aus London, der nennt immer das Beispiel Glasgow. In Glasgow ist der Unterschied zwischen den Menschen in den reichsten Vierteln Glasgows und den Menschen in den ärmsten Vierteln Glasgows, der Unterschied in der Lebenserwartung, halten Sie sich fest, 28 Jahre. Das ist viel und hier kann die Gesellschaft ja ansetzen. Wenn es um Prävention geht, dann müssten wir bei den Eltern ansetzen, haben wir gelernt, bei den werdenden Eltern und vielleicht vor allem bei denen, die in armen Verhältnissen aufwachsen. Da hätte, wenn ich es jetzt sehr vereinfachen kann, die Gesellschaft als Ganze, wenn es um Prävention geht, den größten Nutzen. Steve Jones hat auch einen wunderbaren Satz gesagt und das ist sozusagen das Fazit von allem, was ich heute gesagt habe. Wir sollten aufhören, ändern zu wollen, wie wir sind. Sondern endlich sollten wir damit beginnen zu verändern, wie wir leben. Wir sollten tatsächlich nicht mehr immer nur die Gene im Blick haben, die Genvarianten, die können wir nicht ändern, die sind Schicksal. Wenn wir eine genetische Krankheit haben, müssen wir da natürlich ran, mit Gentechnik ist völlig klar, aber als Gesellschaft, dann müssten wir doch mal gucken, wie können wir denn die Regulation der Gene beeinflussen, wie können wir tatsächlich verändern, wie wir leben. Also wir müssen auch die sozialen Einflüsse viel, viel besser erforschen. Das heißt aber, dass wir Gesundheit neu definieren sollten. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, die WHO-Definition finde ich schlecht. Ich schlage eine neue Definition von Gesundheit vor. Die basiert darauf, dass Gesundheit eben ein wahrscheinlich generation- oder sicher generationenüberschreitender Prozess ist. Dieser Prozess ist bestimmt nicht das Gegenteil von Krankheit, sondern es ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Gesundheit ist die Fähigkeit, sich an die Widrigkeiten des Alltags immer wieder und immer neu und jeden Tag anzupassen. Ich habe Ihnen die epigenetischen Strukturen gezeigt. Das sind einige der wichtigsten Strukturen, die unserem Organismus dabei helfen, sich immer wieder auf der Basis unserer Genetik an die Umwelt anzupassen. Und Georges Canguilhem hat diese Definition schon 1943 geäußert und ich finde, sie ist moderner denn je. Das wäre mein Vorschlag, den ich so gern zur Diskussion stelle, Gesundheit neu zu definieren als die Fähigkeit, sich anzupassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.